Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von New Legacy of the Duelists. Im letzten Part haben wir gegen Sora gekämpft. Der ja mit seinen Nobilisk-Freunden zumindest laut Yuya Susu entführt hat. Wir wissen es ja besser. Aber mal schauen, wie es jetzt weitergeht in der Synchro-Dimension, glaube ich, als nächstes. Aber wieder mit zwei unbekannten Silhouetten. Susu und Yugo teleportierten sich in die Synchro-Dimension. Willkommen in der Synchro-Dimension. Was? Synchro-Dimension? Aber ich sollte doch an der Battle Royale der Junior-Arc-Meisterschaft teilnehmen. Du bist Yuyas Zwilling. Ich mein Drilling. Ich mein Vierling. War noch gleich der Name Yo-Yo? Yo-Yo? Mein Name ist Yugo. Du bist wirklich nicht Rin. Rin würde sich niemals bei meinem Namen irren. Keine Sorge. Du wirst dich daran gewöhnen, hier zu sein. Ich erinnere mich, wie ich ausflippt bin, als ich in eine andere Dimension geschickt wurde. Es war der Tag, an dem ich Rin verlor. Wir waren unzertrennlich, bis wir getrennt wurden. Yugo erinnert sich an den Moment, als Rin gefangen genommen wurde. Du kommst mit mir. Wir können das auf die einfache oder die harte Tür machen. Ich hoffe, du entscheidest dich für Letzteres. Lass sie gehen, du Widerling. Tu bloß nichts Verrücktes. Klar. Verrückt? Ist mein zweiter Vorname. Bye bye. Rin. Was ist los? Gasflügel-Synchrodrache. Warum glühst du so hell? Und dann war ich plötzlich in der Xyz-Dimension. Eine Stadt namens Heartland City. Der Ort hat schon bessere Tage gesehen. Du schon wieder. Gib Rin zurück und ich werde dich verschonen. Soll das eine Drohung sein? Okay, dann mal los. Zurück in der Gegenwart wies Susu Yugo auf seinen Fehler hin. Dieser Typ war Yuto. Er ist zu seiner Mission gemacht, Lulu, die Schwester seines Freundes, zu retten. Bald wurde sie von einem Beamten der Sektorensicherheit unterbrochen. Zwei Coms. Die Welle ist nur für Tops. Okay. Soll sie ein Code sein? Ich wusste, wir hätten hier nicht bleiben sollen. Wir sind in der Sperrzone, nur für Tops. Für uns ist kein Zutritt. Die Tops sind diejenigen, die den ganzen Reichtum und die Macht in den Nudermin-City besitzen. Wir Coms müssen in den Slums leben. Das ist aber nicht fair. Er spricht die Sektorensicherheit. Stehen bleiben. Meint er etwa, ich würde weglaufen? Auf keinen Fall. Zeit für ein Duell. Okay. Scheinbar hat sich auch New Domino City ein bisschen verändert. Wenn es jetzt aber noch wieder Slums gibt. Oder wieder verschiedene Schichten der Gesellschaft. Ich dachte, die hätten das hinter sich gelassen. Aber scheinbar nicht. Okay, Yugo, Yugo. Ja, okay. Geschwindigkeitsruinen. Karten kennen wir ja zum Glück noch so ein bisschen. Die ist neu. Ochikan so rum. Wenn diese Karte also mal beschworen wird, du kannst ein Empfängermonster in deinen Friedhof, in dem Friedhof eines beliebigen Spielers wählen. Beschwöre es als Spezialbeschwörung auf deinen Spielfeldseite. Falls du dies tust, dort nach diesem Effekt ausgelöst wurde, beschwöre ein Wind-Synchron-Monster als Spezialbeschwörung. Also wahrscheinlich. Auf einmal dafür nur diese Karte und das andere Monster, das ich halt gewählt habe. Geschwindigkeitserholung kennen wir noch. Geschwindigkeitsruid. Was hier rein? Kann ich angreifen, wenn er beschworen wird? Ja, du kannst ein offenes Monster wählen. Ändere es in die Verteidigungsposition. Und es verliert 800 ATK. Ja, okay. Das ist jetzt auch nicht so wichtig.
Geschwindigkeitsrate, Rotaugenwürfel. Haben wir ja noch? Haben wir hier irgendwas Neues? Ja, wir haben was Neues. Das eine Karte, glaube ich, ist neu. Die anderen drei kenne ich noch. Naja, dann setze ich mal den Würfel. Haben wir hier noch Würfelkampf. Wenn ein Monster deines Gegners einen direkten Angriff deklariert, wähle ein Geschwindigkeitsruid-Monster in deinen Friedhof, verbanne sowohl es als auch ein Geschwindigkeitsruid-Empfänger-Monster in deiner Hand. Was dies tust, beschwöre ein Synchro-Monster, Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck, das der Stufe der gemeinsamen Stufe der zwei Monster entspricht. Während des Battles selbst deines Gegners. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Synchro-Monster in offener Angriffsposition auf dem Spielfeld wählen. Das ist das Monster in offener Angriffsposition, das deines Gegners kontrolliert. Das Monster angreifen, das du kontrollierst, führen. Schadensberechnung durch. Das hat gerade nicht ganz verstanden, aber okay. Ja. Setz ich bei mir aus noch. Möchte natürlich nicht mystischer Raumtelefon aktivieren, aber ich kann ihn mal setzen, damit wir schön auf die Benachrichtigung bekommen, ob wir ihn aktivieren wollen. Dann braucht man. Okay, interessant. Kein Synchro, zumindest noch nicht. Hätte eine Synchro machen sollen. Aber ist auch okay, wenn er keine macht. Nein, ich möchte keine Karte aktivieren. Ich möchte allerdings Ohachikens verwenden. Meinen Würfel wieder zu lang und direkt eine Synchro-Beschwörung zu machen. Jetzt bin ich gespannt, hat irgendeinen Effekt. Ich bin jetzt wieder egal, wo ich ihn mache. Kann ich ihn auch in die oberen Felder wieder reinmachen. Nein, Mr. Raumtelefon möchte ich immer noch aktivieren, was hat der für einen Effekt? Eugender Damage Step, falls diese Karte gegen ein spezial beschworenes Monster kämpft, kannst die ATK dieser Karte bis zum Ende der Damage Step zum doppelten ihrer derzeitigen ATK werden lassen. Ein Spielzug während der Endphase, falls sich diese Karte in Friedhof befindet, weil sie als synchro beschworene Karte in diesem Spielzug vom Spielfeld dorthin gelegt wurde, kannst du ein Geschwindigkeitsruid-Monster in den Friedhof wählen. Aus Hochgeschwindigkeitspuzzle füge es deiner Hand hinzu. Ja, okay. Geschwindigkeitserholung wäre ja quasi auch nicht so schlecht gerade. Zahlt sich das aus? Eigentlich gerade nicht. Oder? Aber nicht wirklich, oder, ja. Das Ding ist, wir könnten damit halt Glasflügel holen. Beziehungsweise eins der anderen zwei Monster noch hören. Ob sich das, zahlt sich das gerade wirklich aus? Eigentlich zahlt sich nicht aus, da wir auch noch den Würfelkampf hier liegen haben, der fast den gleichen Effekt hat. Nur halt dann auch die Karten verbannt. Das ist das einzige Problem. Ich werde auf jeden Fall mal dann und den Hauptmann los. Nein, ich möchte immer noch nicht mystische Raumtelefon aktivieren. Nein, ich spezialbeschworen. Ah ne, stimmt, das war der komische
und der sich direkt durchflüchtig hat, der war spezial schon. Ich kann. Ja, ich hole eine Glaskühl. Brauche ich eine Stufe 6 Monster und eine Stufe 1 Monster. Aspio Synchrodrache. Da haben wir nächstes Mal die Hauptkarte von Yugo. Die natürlich eine spezielle Effektbeschwörung hat. Ja. Und dann ist er eigentlich eh schon dran. Beziehungsweise ich möchte den Effekt von meinem Puzzle dann noch aktivieren. Nein, ich möchte aber noch keine Kette aktivieren. Endlich setze mal eine Zauber- oder Fallenkarte, die ich zerstören kann mit Raumtelefonen. Aber wenigstens da keine Benachrichtigungen die ganze Zeit mehr. Zahle ich hier irgendwas aus? Eine Ralle. Ja, okay, das ist so eine Art Kuribu-Karte. Zahle ich eigentlich gerade nicht aus, außer wenn ich es. Ja, ich könnte sie auch in Verteidigungsposition setzen. Da wir sowieso keinen direkten Angriff mehr bekommen werden, vorerst. So, mal schauen, was macht der jetzt noch großartig? Er hat scheinbar doch noch eine weitere Falle oder einen Zauber. Falls du ein Windmonster kontrollierst, kannst du diese Karte spezial beschwören. Das hört sich doch mal nicht so schlecht an. Dann kann ich meinen Würfel verwenden, um die Stufe zu erhöhen. Obwohl ich mir eine Stufe 5 Monster, glaube ich, war es. Ja, Stufe 5 Monster. Die Karte ja relativ gut ist. Beziehungsweise zweimal angreifen kann, wenn ich mich noch ganz dran erinnere. Und jedes Mal 200 die Karte zu bekommen, wenn sie angreift. Und die sind ja permanent. Und hier wäre das gar nicht mal so schlecht. Naja, greifen wir mal an. Mal schauen, was hat dann da liegen. Den Hund. Der scheinbar nicht durch Kampf zerstört werden kann. Allerdings zurück auf die Hand kommen, wenn eine andere offene Karte zerstört wird. Wenn ich es vorher richtig interpretiert habe. Okay. Kann leider keinen Schaden machen in der Runde. Aber ich werde ein paar von seinen Monstern los. Das zählt schon. Würfel, was kann ich das doch machen?
Er hat sich wieder seinen Hund gesetzt. Die Karte kann durchschlagenden Kampfschaden verursachen. Also hat sie sonst noch für einen Effekt, auch auf Spielzug von Typ Maschine und dann Friedhof für dann gegen 500 Schaden zu. Falls du die Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst. Wenn du keine Karte hast, kannst du die Karte auf Spezialbeschwörung beschwören. Ja, dann hole ich die mal. Wer. Als es wirklich den Hund nochmal beschworen hat, der kann ja nicht durch Kampf zerstört werden. Was halt ein bisschen nervig ist. Ah, ich meine, er könnte auch eine andere Karte gesetzt haben. Und ich füge ihn noch Schaden zu. Okay, dann greife ich natürlich an. Mal schauen, habe ich recht gehabt mit dem Hund? Natürlich habe ich recht gehabt. Okay. Na verdammt, ich hätte noch hier angreifen können. Da hätte ich noch mehr ATK dazu bekommen. War jetzt doof, aber ja. Passiert. Weil solange er nichts Stärkeres als 2,5 beschwört, habe ich kein Problem mit ihm. Falle kann ich auch wieder brauchen. Weitere Verteidigung. Und dann zerstören wir den Hund. Beziehungsweise beenden hoffentlich das Duell. Nein, die möchte ich eigentlich nicht aktivieren. Aber ich möchte gern das Duell beenden. Nur wenn es dem Sicherheitsbeamten nichts ausmacht. Der Direktor der Sektorensicherheit beobachtet, wie Hugo und Susu entkam. Sehr ärgerlich. Leitet diese Comms sofort nach Punkt 5 in Distrikt Dion. Regelt die Rampen hermetisch ab. Das setzt alle Sicherheitsbeamten im Gebiet in Alarmbereitschaft. So, Befehl, Sir. Wir werden die gesamte Stadt absperren. Okay. Na gut. Allerdings, bevor ich jetzt was machen, werde ich den Part, glaube ich, ein bisschen kürzer halten. Danke mich fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, was euch gefallen hat. Wenn nichts mehr sollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist wieder.